Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Winnig von Das Weiße Büro, von der schönen, aber doch im Moment sehr ruhigen Ostsee hier in Scharbeutz. Wie überall ist alles dicht und die Touristen bleiben im Moment auch aus und wir haben alles für uns. Ja, wir wollen heute über das Thema Flyer-Marketing reden und einige hatten sich aufgeregt, viel zu wenige, wie ich finde, als ich mit diesem Bild geworben habe. Was es damit auf sich hat, das werde ich Ihnen nochmal nachher erzählen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Sie können mir im Chat übrigens schreiben. Sie können das dann nur alleine sehen und ich kann das sehen. Aber ich habe das gemacht auf die Bitten hin der Teilnehmer, dass sie also Fragen stellen können, ohne dass das von den anderen gelesen wird. Also schreiben Sie mir vielleicht einfach mal Guten Morgen, dass ich sehe, dass das funktioniert, oder geben Sie mir ein Handzeichen und machen Sie ein bisschen mit, dann sitze ich hier nicht so ganz allein. Sonst schalte ich Sie einfach ratzefatz zu. Ja, super. Ein paar von Ihnen kenne ich, ein paar neue Gesichter oder Namen sind dabei, was eben vielleicht auch mit dieser Dame hier zu tun hat. Aber wie gesagt, dazu mehr. Ich stelle Ihnen jetzt kurz die Themen vor, worüber wollen wir heute sprechen. Es geht um Flyer-Marketing. Die Herrschaften von Ihnen, die vielleicht schon mal Flyer benutzt haben, haben ihre positiven als auch negativen Erfahrungen damit gemacht. Ich möchte aber auch gerade den Leuten, die immer wieder das vor sich hingeschoben haben, ein bisschen Mut machen. Flyer, da müssen wir einmal unterscheiden zwischen Einkaufs- und Verkaufsflyern. Das ist ganz wichtig. Mein Hauptaugenmerk wird heute natürlich der Einkaufsflyer sein, sprich der Akquiseflyer, mit dem wir Eigentümer ansprechen wollen. Wir werden über eine Mitbewerberanalyse sprechen. Hier sind die Themen. Dann haben wir das Thema, wie wir die Zielgruppe ansprechen, wie Sie eine Kampagne planen. Dann werde ich meine Erfahrungen von unseren Kunden weitergeben über die Langlebigkeit von Flyern, wie Sie die Zielgruppe profilen, nenne ich das halt mal so, ein bisschen nach FBI, nicht wahr? Und wie Sie auch damit dann die richtigen Themen für Ihre Flyer finden. Und dann gehen wir so ein bisschen in Medias Res, der Look and Feel meiner Flyer, wie ist er aufgebaut, welches Format hat er, welche Seitenzahl, Schriftart, Bildsprache, ich zeige Ihnen da ein paar Ideen und auch Texte, Call to Action, damit der Flyer auch Resonanz hat und ein bisschen über Kosten- und Planungssicherheit. Gut, sind Sie bereit? Hallo aus München, sage ich gerade. Hallo Frau Fahr, ich hoffe, ihr habt gutes Wetter. Unsere Artdirektorin, die ja in München sitzt, sagt, das ist gerade nicht so gut. Und ich freue mich, wie gesagt, dass auch die Münchner dabei sind heute. Voilà, Unterschied Verkaufs- und Einkaufsflyer. Sie müssen unterscheiden, dass ein Verkaufsflyer klassisch verkauft, aber ein Einkaufsflyer ist ein Dienstleistungsmarketingflyer. Der bietet halt keine Ware an, eben, sondern das sagt der Name, die Dienstleistung. Und das ist ein anderer Ansatz, den Sie da haben, als beim Verkauf von Gütern, sprich Immobilien oder dem Angebot einer Mietwohnung. Da diese Dienstleistungen, die Sie anbieten, ein immaterielles Gut sind, müssen Sie also erst ein Produkt kreieren. Und ich finde, das reicht nicht nur, dass Sie sagen, ich bin Makler, ich vermarkte Ihre Wohnung. Das ist ein Produkt, Sie sind das Produkt, das sich seriös und professionell darstellt. Das Vertrauen schafft, das dem Kunden auch klar sagt, welchen Mehrwert er mit Ihnen hat, mit Ihrer Dienstleistung. Und wie gesagt, Sie sind als Person und Ihre Arbeitskraft, Ihrem professionellen Wissen, das ist Ihr Produkt. Und wichtig ist auch, dass sich der Kunde auf dieses Produkt, auf diese Dienstleistung verlassen kann. Sie sehen, dass das funktioniert. Ich habe das Wort Proof dahin geschrieben, der Beweis. Und darüber werden wir hinterher auch sprechen, denn das finde ich einen wichtigen Teil, ein wichtiges Element im Flyer.
Vor dem Flyern ist Arbeit angesagt. Stichwort Mitbewerberanalyse. Führen Sie eine Recherche durch. Lernen Sie erst einmal die Konkurrenz kennen, die Mitbewerber, wie das elegant heißt, einen sogenannten Competitor Watch. Schauen Sie, was funktioniert und auch aus dem Bauchgefühl heraus, was vielleicht nicht so richtig bei den anderen läuft oder wie es nicht sein sollte. Kopieren Sie nicht einfach funktionierende Konzepte. Ich weiß, dass auch wir oft angerufen werden, kann ich mal die Nummer, wir haben da einen Flyer gesehen von der Frau XY, kann ich die einfach mal anrufen? Was in dem einen Ort funktioniert, muss nicht immer zwangsläufig auch im anderen Ort funktionieren. Denn es ist halt auch davon abhängig, was dort die Mitbewerber machen, wie die Leute ticken. Früher, als meine Hauptadresse Hamburg war, kamen die Makler und Maklerinnen aus den kleineren Städten und sagten immer, ja, Sie da oben in Hamburg. Witzigerweise habe ich eigentlich immer in Kleinstädten gewohnt. Ich hatte eben die Hauptadresse in München und später dann Hamburg, jetzt eben Scharbeutz. Aber ich würde sagen, 90% meiner Kunden oder unserer Kunden von das Weiß Büro sind in kleineren Städten und sind auch kleine Ein-Mann-Unternehmen. Haben Sie den Anspruch, dass Sie etwas Individuelles machen und sich von der Konkurrenz abheben? Also nichts von der Stange. Das haben wir jetzt auch in den Jahren erfahren, funktioniert leider nicht. Schauen Sie, dass Sie einzigartig sind und einen Wiedererkennungswert kreieren. Zum Beispiel durch das Format, durch die Bildsprache, über neue Themen. Und machen Sie nicht das, was fünf andere schon im Einkaufsmarketing gemacht haben und anbieten, eben zum Beispiel diese kostenlose Wertermittlung. Ich kann die einfach nicht mehr hören, diesen Satz, das ist immer der Standard. Wir wollen einen Flyer machen und also wir wollen eine kostenlose Wertermittlung anbieten. Das bringt fast nie was und deshalb ist unsere Idee, und das kommt auch gleich nochmal, dass wir monothematische Flyer machen und uns wiederholen. Denn das ist wichtig, dass die im Dienstleistungsmarketing müssen Sie immer wieder beim präsent sein beim Kunden oder ich sage mal immer wieder präsent im Briefkasten sein. Sie müssen immer wieder auf sich aufmerksam machen, denn es gibt verschiedene Phasen im Leben eines Eigentümers, wo er sich vielleicht anfangs mit dem Gedanken trägt, aber dann erstmal darüber nachdenkt, wie das aussehen könnte, wenn er verkauft, dann geht er vielleicht auch hin und denkt, er macht das noch selber. Aber in diesen verschiedenen Phasen müssen Sie ihn halt immer wieder begegnen und dann eben am besten mit eigenen Themen. Die Ansprache meiner Zielgruppe. Es ist also unmöglich, das ist meine Meinung, mit einem Flyer alles anzubieten und jede Zielgruppe anzusprechen. Ich bin der Meinung, Sie sollten sich spezialisieren mit einem Flyer. Also deshalb nenne ich das auch monothematische Flyer. Ihre Hausaufgabe ist also herauszufinden, wie die Trends in Ihrer Umgebung oder Ihrer Farm, wie das ja genannt wird, liegt. Und vielleicht finden Sie auch Sachen, und da kommen wir immer wieder zu, was aktuell noch nicht angeboten wird. Die Ansprache meiner Zielgruppe. Ich bin also der Meinung, dass Sie mit einer Flyer-Aktion nicht sofort jeden erreichen müssen. Wir haben das ganz oft, dass wir sogar einen Flyer schon fertig haben. Ich habe es vor 2 Monaten erlebt. Und dann kommt der Kunde und sagt noch, also vielleicht sollte doch noch das drauf. Und ich muss auch noch unbedingt das sagen. Ich frage dann immer, meinen Sie, dass jemand Sie nicht anruft, weil diese halbe Dienstleistung dort jetzt nicht steht? Weil die Eiermilch liegende Wollmilchsau funktioniert einfach nicht. Also konzentrieren Sie sich auf ein Thema und das verstärken Sie in verschiedenen Elementen. Wie gesagt, ich sagte es schon, hier steht Flyer-Aktionen regelmäßig wiederholen. Allerdings nicht immer mit der gleichen Geschichte, sondern mit verschiedenen Geschichten. Und dann können Sie auch sehen, was kommt am besten an. Das hat auch manchmal mit der Jahreszeit zu tun. Nehmen Sie jetzt nach Corona vielleicht das Thema Scheidung, wo so viele Leute in einem Haus wohnen oder lebten oder zusammengepfercht waren, ist die Scheidungsrate ja angeblich laut Zahlen höher. Also schauen Sie dann, was bringt am meisten Resonanz.
Also mit einer Aktion ist es nicht getan. Bleiben Sie am Ball, denn mit einem Flyer zu beginnen, ich sollte meine Brille aufsetzen. Also mit einem Flyer zu beginnen, wenn Sie keine Objekte mehr haben, da ist es fast immer zu spät. Planen Sie also richtig eine Kampagne für ein ganzes Jahr. Das muss nicht zwangsläufig von Januar bis Dezember sein. Sie können auch von sagen, ich fange jetzt an im März bis nächsten März. Und dann sagen Sie, wie oft möchten Sie im Briefkasten sein? Also alle 2 Monate oder 3 Monate oder 4 Monate. Machen Sie also dazu Gedanken zur Verteilung, zur Auflage und dem Intervall. Damit haben Sie dann im Idealfall ein Jahresbudget, mit dem Sie planen können. Darin sind dann enthalten die Kosten für die Erstellung, also für den Texter und den Grafiker. Die brauchen die Herstellungskosten, heißt das, es ist Druck und die Anzahl der Flyer. Kleiner Tipp anbei, es sollten nicht unter 5.000 sein. Das Teure sind nämlich immer die Verteilkosten, nicht die Druckkosten. Und in Ihrem Budget muss eben auch die Verteilung budgetiert sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie langlebig ist eigentlich ein Flyer im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel zu anderen Werbemaßnahmen wie dem Kundenmagazin, wie Anzeigen und vor allen Dingen wie die heute beliebte Online-Werbung. Flyer haben eine längere Haltbarkeit, als Sie denken. Also ich habe Kunden gehabt, die haben mir erzählt, dass sich erst jemand nach dem sie das dritte Mal geflyert haben, das war eine Bank in Singen, an die ich mich noch gut erinnere, da war die ersten 2 Flyer passierte nichts, sie wurde auch langsam nervös und ich habe gesagt, sie muss es durchziehen und dann kam tatsächlich auch ein Kunde, der wieder den ersten Flyer in der Hand hatte. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, der Eigentümer kann im Verlauf seiner Immobilie, für den Eigentümer kann der Verkauf seiner Immobilie jetzt gerade vielleicht nicht aktuell sein, aber er hebt sich eben einen gut gemachten Flyer, vielleicht auch mit einem Gutschein, Call to Action, einfach auf und legt den beiseite. Und im Idealfall erinnerte sich auch dann beim nächsten Flyer, ach, da hatte ich doch schon mal was von dem Herrn Winnig oder von der Frau Wolf im Briefkasten. Profiling der Zielgruppe. Sie müssen genau wissen, wen Sie mit diesem Flyer erreichen wollen. Das heißt jetzt nicht einfach Immobilienbesitzer, das ist auch manchmal das Briefing, das ich kriege, also Immobilienbesitzer, die sind so ab 55, das ist keine wirkliche Zielgruppe. Die haben verschiedene Lebensphasen, daraus ergeben sich dann auch halt wieder die Themen. Je mehr Informationen Sie haben, desto zielgerichteter können Sie eben diesen Flyer auch persönlich gestalten. Also ist das jetzt die Zielgruppe Frauen, Rentner vielleicht? Rentner ist nicht unbedingt ein Best-Ager. Wir benutzen natürlich den Begriff nach außen hin immer gerne, aber ein Best-Ager hat nichts mit einem Rentner zu tun. 65 bis 80 Jahre. Lebt er allein, ist er verwitwet, hat er Kinder oder handelt es sich um ein Paar beispielsweise eben, die vor der Rente stehen. Das ist so ein bisschen Profiling. Das Profiling geht der Idee, was Sie als Flyer-Thema machen wollen, immer voraus. Und bei der richtigen Themenfindung für Flyer, gut, es ist unser tägliches Brot. Ich bin aber der Meinung, dass viel Potenzial in ihren Köpfen schlummert. Denn sie haben ja mit Kunden zu tun. Benennen Sie also für diese verschiedenen Zielgruppen, die Sie sich vorstellen, einfach mal so stichwortartig Themen, die für dieses Profil interessant sein könnten. Und haben Sie auch dann eben keine Angst, dass Sie mit einem Flyer dann eine andere Zielgruppe nicht ansprechen. Das macht nichts. Denn oft vermischen sich diese Gruppen ja auch. Und das war das, was ich meinte bei der Themenfindung. Gehen Sie ein bisschen aus dem Bauch heraus. Denken Sie einfach an die letzten Eigentümer. Das geht auch toll, wenn man jetzt zusammen wenn Sie in Ihrem Team sitzen und sich einfach mal so ein paar Leute oder ein paar Geschichten gegenseitig erzählen von Verkäufern. Und
was könnte die interessieren? Was hätten die für einen, was, wie hätten sie die, mit welchem Flyer, mit welchem Thema hätten sie die erreichen können? Denken Sie auch an die Leute, die Ihnen keinen Auftrag gegeben haben. Genau, leiten Sie eben auch einfach ein bisschen aus dem Bauch heraus da Themen ab. Sie brauchen dafür keine Agentur. Vor allen Dingen brauchen Sie keine Agentur, die eh von Ihrem Immobiliengeschäft keine Ahnung hat. Also eine Werbeagentur, die sowohl Autohäuser als auch den Lebensmittelhändler und alles andere bedient und einfach schöne bunte Flyer macht, die Sprache aber nicht sprechen. Mit denen sind Sie meiner Meinung nach nicht gut bedient. Suchen sich also jemanden oder dann briefen Sie diesenjenigen und glauben Sie auch ein bisschen an sich selbst. Sie haben die Themen in sich drin, die müssen nur raus. Ein guter Flyer, das ist meine Meinung, ist wie ein kleiner Ratgeber, bei dem der Leser, also Ihr potenzieller Kunde, einen Nutzwert findet. Look and feel der Flyer, da kommen wir jetzt zu dem Thema, also Look and feel, wie fühlt er sich an, wie sieht er aus? Kreieren Sie mit einem Flyer Ihre Marke. Diese Kampagne, deshalb wir sprechen immer von Kampagnen, muss einen Wiedererkennungswert haben. Ich kenne viele Makler, die probieren dann bei dem einen was aus. Es gibt ja nun einige Mitbewerber, die Flyer to go anbieten. Wir haben es früher auch gemacht, tun wir inzwischen nicht mehr. Wir machen eben Kampagnen, die individuell für den Kunden zugeschnitten sind. Aber stülpen sich nicht einfach irgendwas über und dann probieren sie, ach nee, das hat nicht geklappt, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Und eigentlich fand ich das auch schön. Und dann haben sie dann 3, 4 verschiedene Flyer, da liegen oder und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ein Flyer muss ein Wieder- oder eine Kampagne sein, die einen Wiedererkennungswert hat. Klar, muss zum Unternehmen passen und auch Ihre Person widerspiegeln. Sagt sich manchmal so einfach, steht da so hingeklatscht, aber ich kann vielen Leuten Dinge erzählen und dann sagen die, ja super, aber er muss es auch wirklich verstehen und verkaufen können. Es gibt da Beispiele, da kommen wir hinterher noch bei Themen zu. Ja, beim Look and Feel ist auch die Größe des Flyers entscheidend. Ich lasse diesen dummen Witz jetzt, meine Damen. Also es geht tatsächlich um die Größe. Der sollte sich von der Konkurrenz einerseits abheben. Der sollte, Sie müssen eben überlegen, wie verteile ich den? Zum Beispiel, wenn er in einem Wochenblatt beiliegt, wie sieht er da aus? Deshalb schauen Sie sich einmal an, auch was nicht nur die anderen Makler machen an Flyern, sondern die Lieferdienste. Supermärkte haben weniger Flyer, die haben Prospekte. Aber schauen Sie, dass Sie einen großen Flyer haben, der auffällt. Ich zeige Ihnen mal so ein paar Formate. Schauen Sie mal, das ist natürlich, je nachdem, welchen Bildschirm Sie haben. Also das ist jetzt der Standard-Flyer DIN Lang. Der ist inzwischen, finde ich, ausgelutscht. Das ist diese DIN Lang, Breite mal Höhe, also dieses Format eines Briefumschlags. Jetzt schauen Sie mal dagegen, eins meiner Lieblingsformate, kommt noch, Verzeihung. Das ist im Vergleich der DIN A4, ein DIN A4-Format. Ja, sehen Sie mal, wie viel größer der ist. Man kann auch Flyer in DIN A4 machen, man muss sie dann nur gut gestalten. Hier ist es nochmal im Hochformat, auch im Vergleich. So, hier kommt zum Beispiel der kleine Quadratflyer, der macht sich auch manchmal gut. 148 x 148 mm ist so ein klassisches Format, das die Druckereien anbieten. Jetzt sagen Sie aber, guck mal, der Herr Winnig, der andere ist doch viel größer im Vergleich. Ja, aber da kommt es auch ein bisschen drauf an, nachher, wie viele Seiten Sie machen. Ja? Und das kann dann auch durch die, und hat dann natürlich bei einer 50.000er Auflage, ist auch dann eine Preisfrage. Ne? Aber hier kommt nochmal die Maxi-Card. Haben wir auch mal benutzt. Ich bin ein Fan, hier ist nochmal eine Standardpostkarte, die ich einfach zu klein finde. Mein Lieblingsformat, hier kommt noch A5, mit dem kann man auch was machen im Hoch- und Querformat, das ist das Querformat A5. Aber das ist jetzt mein Lieblingsformat, XXL, 210 x 210 mm, das ist also ein
DIN A4-Blatt, das zum Quadrat gefaltet ist. Und mit dem kann man ganz viel machen. Und wir haben auch Druckereien, die diesen Flyer mit vielen Seiten drucken. Denn dazu kommen wir jetzt. Legen Sie die Seitenzahl fest. 2 Seiten Flyer ist eigentlich überflüssig, weil Sie viel zu wenig Platz haben, um auch Ihre Botschaft über verschiedene Elemente, nicht nur über den Text, sondern auch über das Bild zu transportieren. Denn Sie sehen, da steht Platz für Bilder und Farben. Ich mag Farbflächen, ich mag einfach Luft im Flyer und ich mag große Bilder. Deshalb mein Tipp, machen Sie einen Flyer mit mindestens 4 Seiten oder auch 6 Seiten. Schauen Sie mal hier, das ist jetzt dieser 21x21 Flyer. Da ist es, das wäre jetzt, man spricht immer von, wenn Sie jetzt eine Seite sehen, dann ist es ein 2 Seiten Flyer. Da sehen Sie, haben Sie überhaupt keinen Platz für Bild. Hier haben Sie hier können Sie zu dem Text, das ist eine sehr ausführliche Geschichte, wie die Videobesichtigung funktioniert. Da haben Sie jetzt dazu die Möglichkeit, noch ein Bild zu gestalten. Das werden jetzt also ein 4 Seiten Flyer. Sie sehen 2 Seiten vorne, 2 Seiten hinten. Und das ist dann jetzt ein 6 Seiten Flyer. Da haben Sie dann weitere Themen als Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel den Flyer, den wir jetzt gerade für Easy Home gemacht haben. Der hat sogar 8 Seiten. Ist jetzt natürlich stark verkleinert, aber Sie sehen, es sind einmal zwei, ist eine Doppelseite, also 2 Seiten vorne mit der Geschichte, eine tolle Referenzgeschichte. Dann kommen verkaufte Objekte in einem Jahr, ein schönes Titelbild und so sieht dann die Rückseite aus. Da sehen Sie nochmal die Geschichte Videobesichtigung. Dann werden 2 Objekte angeboten und dann ist dazu noch ein Aufruf 72 Stunden zum Verkauf Ihrer Immobilie, wie das dann funktioniert. Ich lese mal eben, jetzt muss ich mal eben meine Brille aufsetzen, Herr Tobias. Ist A4 oder 210 nicht suboptimal, wenn es darauf gefaltet im Briefkasten landen muss? Nein. Also gucken Sie sich die Briefkästen an. A4 geht immer, deshalb da müssen ja auch die großen Umschläge passen. Das aber A4 empfehle ich beispielsweise dann, wenn er in Zeitungen beiliegt. Da macht das nichts, wenn die gerollt ist. Kommt auch immer, aber Sie haben grundsätzlich recht, Sie müssen sich Gedanken um die Verteilung machen. Ja? Und wenn das zum Beispiel in einer Wochenzeitung beiliegt, die wird dann ein bisschen gefaltet. Dann, aber klassisch ist ein Briefkasten A4. Aber Sie haben völlig recht, machen sich darüber Gedanken, wie Sie ihn verteilen. Und wenn Sie ihn dann alleine verteilen und sagen, bei uns in der Gegend sind die Briefkästen aber alle so lütt, dann und die haben dann manchmal so klitzekleine Sachen, da passen die nicht rein. Eigentlich sollte immer ein A4-Blatt reinpassen, weil man ja auch diese großen C4-Umschläge hat. Beim Look and Feel gehört eben, zum Look and Feel gehört auch, dass Sie eine gut lesbare Schrift auswählen, die ruhig ist. Das geht da um Serifen, Non-Serifen, die nicht zu klein ist. Das ist wichtig für die ältere Zielgruppe und auch für Menschen wie mich, denn auch ich trage immer eine stärker werdende Lesebrille und hasse es, wenn man mir kleine Flyer schickt, die ich dann gar nicht lesen kann. Und da wäre ich echt zornig. Machen übrigens auch unsere Grafiker oft. Die schicken mir Rechnungen, da ist dann alles so klein geschrieben. Da frage ich mich immer, warum kann man das nicht ein bisschen lesefreundlicher gestalten? Also, wir kommen jetzt zu dem persönlichen Kommentar. Der typische Fehler, ich will es jetzt in handgemachten Flyern, ist oft, dass die Bilder von schüttelnden Händen da sind, von Häusern mit goldenen Schlüsseln. Das finde ich sehr beliebig und austauschbar. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder und sag Ihnen was dazu. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, mit dem wir mal ein Bauprojekt tatsächlich beworben haben in einer Weinstraße. Ich glaube, die hieß Rieslingweg. Und 2 Sachen hier. Sie sehen das Gefühl, das transportiert wird. Ja? Sie sehen
Die Farbgebung, die finde ich wichtig, die ein Bild transportiert und damit kann man auch den Flyer bestimmen. Wir färben ganz oft Bilder um, da kommt entweder das Logo des Kunden oder eine Schmuckfarbe, die wir zu einem Logo kreieren. Auch hier, das ist auch eine Art von Bildsprache, die ich mache. Die zeigt anhand des Alters, erkennen Sie eine Person. Sie sehen diese Farbgebung, die ich wirklich schön finde. Wie gesagt, es muss immer zu dem Gesamtflyer passen. Deshalb ist eben die Farbgebung auch wichtig und das nennt man alles Bildsprache. Und auch das sollte sich dann fortsetzen in einer Kampagne. Ich mag gerne Bilder mit viel Weiß, wo dann eine Farbe drin vorkommt. Hier haben wir es hellblau, die dann vielleicht passt zum Logo passt. Hier haben wir es mit Grün, auch wieder weiß. Hier haben wir mal, das mag ich auch gerne, einfach kräftige Grundfarben. Ich habe mal eine Kampagne gemacht für einen Makler, der hatte das grüne Logo. Und da sind wir in allen Bildern immer wieder mit diesem Grün. Mit dem Grün haben wir da gespielt. Hier ist es, wäre es alternativ mit dem Blau. Deshalb achten Sie, das ist meine Idee, achten Sie bei Bildern auf die Farbgebung. Hier wäre es mal ganz weiß, das ist ist auch wirkt sehr edel, so die weiße Bildsprache mag ich auch sehr gern. Und schauen Sie mal, hier habe ich Ihnen jetzt mal vier Bilder zusammengestellt. Das meine ich mit Bildsprache. Das sind völlig verschiedene Fotos, die aber in ihrer Farblichkeit und in ihrem Gefühl etwas gemeinsam haben. Und das heißt Bildsprache. Capisce? Schreiben Sie mir, habe ich das gut ausgeklickt oder gedrückt oder habe ich das jetzt zu ausführlich erzählt? Hier sehen Sie mal die Bildsprache in einem Flyer. Ne? Hier haben wir das Grün, das sich wiederholt. Sehen Sie, da haben wir einfach mit viel Grün und den Grundfarben gearbeitet. Und dann passt das gut zusammen. Gut. Das ist das Bild, das ich meinte, das ich überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das muss jeder selber wissen. Bilder, die ich hasse, die ich leider zu oft auf Flyern auch finde. Gerade auf diesen handgestrickten. Gut, muss jeder selber wissen, nicht mein Ding. Beim Texten der Flyer geht es darum, auch das gehört zum Look and Feel, denn auch Texte transportieren, das ist viel das Gefühl. Je emotionaler Sie Texte gestalten, desto mehr können sich Kunden angesprochen fühlen. Teilen Sie also Ihren Flyer, das ist eine Idee, in einen sachlichen Teil, zum Beispiel dem Leistungsversprechen oder der Leistung, und einem emotionalen Teil. Ich werde Ihnen dazu nachher noch ein Beispiel sagen. Oder hier sind wir eigentlich schon. Der emotionale Teil kann zum Beispiel hatten wir am Anfang erinnern, sich an den Proof. An den Beweis kann also die Erfolgsgeschichte sein, ne, bei der es hervorheben lassen, indem der Kunde das erzählt, wie sehr sie das Leben eines Kunden positiv verändern konnten. Das geht einfach wunderbar in Interviews, die wir mit Kunden schreiben. Ich mag immer so gern, wie sich Makler auch dann freuen, wenn sie so eine Geschichte lesen. Und über sich selber lesen. Und die sind einfach viel stärker als irgendwelche Bewertungen, wo dann 3 Sterne und 2 Sätze stehen. Nicht? Und hier haben wir so ein Beispiel. Hier haben wir den sachlichen Teil. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen, da geht es um das Thema selber. Dann haben wir einen Gutschein da drin und dann ist hier die Referenzgeschichte drin. Also, der emotionale Teil Ihres Textes kann diese Success Story sein. Ich will Ihnen da mal ein Beispiel von dem Kollegen Stolz zeigen oder vorlesen, wenn Sie Lust haben. Wenn Sie nicht Lust haben, müssen Sie jetzt schreiben, sonst kriegen Sie das jetzt vorgelesen. Es ging um unsere Maisonette in einem sehr schönen Jugendstilhaus in Waldkirch, nördlich von Freiburg. Ich kenne Herrn Stolz von einem anderen Immobilienkauf in Konstanz, also rief ich ihn an, ob er uns helfen könne.
Ich habe Herrn Stolz nämlich als einen sehr zuverlässigen und rührenden Makler kennengelernt und war froh, als er mir versprach, dass er sich selbst um den Verkauf kümmern würde. Preislich hätte ich ihm freie Hand gelassen, aber er bestand auf eine profunde Wertanalyse, also keine Preisfindung aus dem Bauch heraus, da ist er sehr genau. Ich denke, das war auch der Grund, weshalb wir ziemlich schnell einen solventen Käufer fanden. Sie fragen, ob wir Bedenken wegen der Corona-Pandemie und seine Auswirkungen auf den Immobilienmarkt hatten. Nein, überhaupt nicht. Und auch Herr Stolz beruhigte mich. Herr Stolz musste noch ein wenig Recherche betreiben. Für das Haus fehlten sämtliche Bauunterlagen und er musste erst die alten Pläne aus dem Grundbuchzentralarchiv im Kornwestheim besorgen. Das wollen die Banken heute alles ganz genau haben und ich bin froh, dass wir damit keine Arbeit hatten. Schließlich sind wir hier in unserem Hotel und Gasthof selbst genügend eingespannt. Ich habe Herrn Stolz später angeboten, dass er nicht extra wegen der Übergabe 2 lange Stunden Fahrt von Konstanz nach Waldkirchen investieren müsse. Aber er sagte, das gehöre zu seinem Job, das bringt er alles korrekt zu Ende. Ob es auch zu seinem Job gehört, sich um Handwerker zu kümmern und die kleinen Reparaturen in der Wohnung zu beauftragen, ich glaube eher nicht. Aber auch das hat er getan. Ich bin Markus Stolz mehr als dankbar. Er ist ein Makler, der für seinen Beruf lebt und sich für seine Kunden über allen Maßen hinaus engagiert. Britta Adler, Eigentümer aus Bonndorf. So, Frau Kugler hatte gerade geschrieben, sie hätte erst nichts gehört. Ich hoffe, das ging den anderen nicht so. Weil eigentlich ist ein Video, da kann ich nichts dran ändern. Hallo, Herr Richtering, danke schön. Gut. Call to Action. Wie bringe ich den Kunden dazu, mich anzurufen? Das heißt, in einen Flyer gehört immer ein Aufruf, eine Call to Action, ein interaktives Element kann das sein, die den Leser zu einer Handlung aufruft, beispielsweise in Form eines Gutscheins. Vielleicht muss es nicht immer die klassische kostenlose Wertermittlung sein. Das kann man auch anders machen, da ich dieses Thema einfach zu oft durchgekaut habe. Da müssen sich mal vielleicht neue Sachen einfallen lassen. Wir haben etwas Neues zum Beispiel für unsere Kunden kreiert. Das nennen wir die Potenzialanalyse. Auf die bin ich ein bisschen stolz. Die ist also nicht mehr, benutzt nicht mehr diesen klassischen Begriff Wertgutachten, sondern bietet darüber hinaus noch andere Leistungen. Wir haben Beratungsgespräche, die Sie zum Thema Scheidung anbieten können, zum Thema Best Ager. Da geht es eben nicht mehr nur um, was ist Ihre Immobilie wert. Seien Sie da ein bisschen kreativ. Und für einen Kunden, das zeige ich Ihnen jetzt kurz, haben wir was ganz anderes mal gemacht. Der sagte, okay, diese Wertgutscheine haben Sie recht hier bei uns in dem Ort, das wird rauf und runter versprochen. Und da, wie kriege ich die Eigentümer dazu, zu mir zu kommen? Und das fand ich ganz süß. Wir haben dann überlegt und der Flyer ist noch nicht verteilt, aber um Ihnen einfach mal zu zeigen, dass es auch andere Sachen gibt, da geht es darum, dass er diesmal ein Versprechen bringt, nämlich eine Art Bonus und bringt Sie nach dem Notartermin zum Gourmet-Wochenende, der liebe Herr Polker. Da sind die Leistungsversprechen, da ist die Referenz auf der Rückseite, aber hier geht es darum, den Entspannungsgutschein, den man bekommt. Alternativ die Wellnessgeschichte. Zum Thema Planungssicherheit und dann sind wir auch gleich am Ende. Bevor wir aber noch in eine Fragerunde gehen, tragen Sie Ihre Kosten in eine Excel-Tabelle ein, die Sie erwarten, dass Sie einen Überblick über Ihr Jahresbudget haben. Wenn Sie dieses Be Webinar und heute bewerten, bekommen Sie von mir eine Mustertabelle. Die habe ich fast fertig. Da können Sie dann einfach die Daten selber eintragen. Schreiben Sie mir dann an webinar@dasweissebüro.de und von EduDip kommt ja immer eine Erinnerungsmail. Bewerten Sie Herrn Winnig. Ich freue mich darüber. Sie können auch was schreiben, was Ihnen nicht gefallen hat, zum Beispiel, dass ich mich so oft versprochen habe heute. Aber das unabhängig davon bekommen Sie dann von mir dieses Excel-Sheet. Vielleicht können Sie damit was anfangen. Damit Sie planungssicher
Sicherheit haben, denken Sie dran bei dem, bei der Auswahl des Papiers, da geht es um Veredelung, was Sie für ein Papier nehmen. Kleiner Tipp, matte Papiere, zum Beispiel wenn Sie also die Frage 170 Gramm matt oder 170 Gramm glänzend, matte Papiere wirken in der Haptik dicker. Die sind ja auch nie wirklich ganz stumpf, sondern haben immer noch einen leichten Glanz. Sind außerdem besser für die, weil sie es weniger spiegelt sind, also noch besser lesbar. Und stellen Sie sich mal vor, es wurde ein Papier nochmal gebügelt, dann, damit es glänzend wird. Dann haben Sie so ungefähr den Unterschied. Es wirkt dann einfach etwas dünner. Sie können mit Ihrem Flyer auffallen, indem Sie besondere Veredelungen machen. Sie können zum Beispiel dann nur das Titelbild lacken oder Glitzer drauf tun, jetzt zum Beispiel zu Weihnachten. Es gibt Flyer mit Duftlacken. Zum Beispiel im Sommer hatten wir mal so, Green hieß das, also, dass der Flyer nach Gras roch. Also damit können Sie auch Botschaften unterstreichen. Denken Sie bei der denken Sie über die Verteilung nach. Holen sich verschiedene Angebote ein. Sie können es also als Ihren Flyer verteilen als Beilage in der Tageszeitung oder in der Wochenzeitung, wobei die Tageszeitung meistens teurer ist. Bei den Wochenzeitungen, Sie können immer überprüfen, ob Sie Teilauflagen buchen können und wie teuer das ist. Sie können das Ganze über einen lokalen Anbieter machen, über eine private Verteilung, hatte ich jetzt auch gerade, da hat jemand den berühmten Schüler wieder aktiviert. Oder Sie können auch ganz andere Dinge denken, zum Beispiel das Gemeindeblatt. Das sind oft übrigens auch nochmal die offiziellen Wochenblätter. Also die Wochenblätter sind, da steht manchmal drunter, offizielles Amtsblatt der Gemeinde sowieso. Die sind dann übrigens, oft haben diese Firmen dann wieder auch einen privaten Verteilservice, den man buchen kann, ohne die Zeitung zu belegen. Das ist immer von Ort zu Ort verschieden, müssen Sie einfach mal fragen. Es gibt ja auch Monatszeitungen, müssen Sie einfach schauen, was gibt es und fragen nach, wie kann ich über Sie verteilen als Beilage oder kann ich Ihren Verteilservice nutzen. Und das wird dann immer in Tausenderpreisen gerechnet. Auf dem Land sollte man das Niedrigste war bis jetzt tatsächlich 70 Euro pro 1000. In der Regel gerade wenn das Land, also auf dem Land, sagen wir so, wo die Häuser weiter auseinanderstehen und man mehr laufen muss, da kann das dann auch schon mal bis 110, 120 Euro gehen pro 1000. Es gibt die Postwerbung. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich muss jetzt mal eine Kundin fragen, die das jetzt gemacht hat. Ich bin kein Fan davon. Da ist immer diese Papiertüte, diese Plastiktüte. Inzwischen wollen sie das ja auch nur mit einer Banderole machen, wo man mit 10 Flyern dabei ist. Ich finde die sogar recht teuer. Aber denken Sie auch an Flyerkästen, die Sie bei Partnern aufstellen können. Beim Druck holen Sie verschiedene Angebote ein, fragen Sie beim Verteiler deshalb auch vorab nach, wie die Flyer angeliefert werden können. Das ist auch sehr verschieden. Zum Beispiel die Post will Bündelungen von 50 Stück. Das bietet nicht jede Druckerei an. Fragen Sie bei der Druckerei dann auch nach, wenn Sie jetzt sagen, das können Sie auch beim Verteiler machen, ich komme 6-mal im Jahr raus oder 4-mal im Jahr, gibt es da noch mal Rabatte? Vielleicht ist es günstiger, alles in einem Rutsch durchzudrucken, dann müssen Sie die natürlich lagern. Ist gerade bei lokalen Druckereien kann man das gut machen. Ja, ich habe jetzt eine kleine Umfrage und da geht es tatsächlich um diesen Popo. Ich hatte dieses Webinar mit einem etwas provokanten Bild beworben. Und zwar als Idee oder als Umfrage, die ich gleich mit Ihnen machen möchte, zu meinem nächsten Webinar im Januar zum Thema Maklerakquise über Facebook und Instagram. Ich fand witzig, dass sich über dieses Bild eine einzige Dame aufgeregt hat. Die hat dann geschrieben, geschmacklos. Hat sie auch recht, ist ein bisschen geschmacklos. Ausgerechnet ich als schwuler Mann werbe mit so einem etwas sexistischen Bild, aber die Frau war Kommunikationsfachfrau, das hat mich dann ein bisschen gewundert. Ich sehe, dass es genauso viele Maklerinnen wie Makler gab und die Resonanz war recht hoch. Und wenn Sie so lieb sind, fürs nächste Webinar mir jetzt eine kleine
um an einer kleinen Umfrage teilzunehmen und eben mit Klicken, das ist völlig anonym, wie sind Sie auf dieses Webinar heute aufmerksam geworden? Haben Sie den Newsletter vom Immobilienprofi bekommen oder den Newsletter von Herrn Winnig? Haben Sie eine Facebook-Werbung bekommen oder gelesen oder in der Maklersprechstunde bei Herrn Ortner in Facebook davon erfahren? Xing haben wir noch, dann meine Website und Google. Und das wäre super, wenn Sie mir das kurz beantworten alle. Und dann kann ich das gleich beenden. Ich muss davon tatsächlich ein Foto machen, habe ich gesehen, weil man diese Umfrageergebnisse dann immer nicht fertig hat. So, super. Check. Okay, die meisten kommen tatsächlich über den Immobilienprofi. So, vielen Dank. Hallo Frau Vogt, Sie findet das Bild auch unmöglich. Hätte ich das Webinar mit dieser Ankündigung gesehen, hätte ich nicht gebucht. Okay. Ich würde jetzt gerne kurz Ihnen eine kleine Fragerunde anbieten. Gut, stellen Sie mir jetzt Ihre Fragen. Wir bleiben dabei anonym. Ich werde gerade zu den Kosten gefragt eines Flyers. Das ist halt verschieden. Wir rechnen etwa bei einem individuellen Flyer in einer Kampagne um die 250 bis 270 Euro pro Flyer. Es gibt Flyer, die sind günstiger, wo Sie dann so vorgefertigte Sachen bekommen. Und dann wird nur noch das Logo eingesetzt. Das haben wir früher auch gemacht. Das ist dann natürlich billiger. Ich denke immer, dass man durch ein bisschen mehr in die Redaktion, in die Idee, in die Gestaltung investieren kann. Denn das Teure sind nachher vor allen Dingen die Verteilkosten. Der Druck ist auch wieder abhängig. Gut, wenn Sie tatsächlich einen 2-Seiten-Flyer machen, ist es natürlich günstiger. Gehen Sie von 4 oder 6 Seiten aus. Da finden Sie bei 5.000 Flyern oder 10.000 Flyern, liegen Sie mit ein paar hundert Euro dabei. Ja, Herr Berghaus schreibt gerade, wenn du die Kommentare immer mit Namen vorliest, ist das nicht anonym. Ja, Werner, das stimmt. Aber wenn mir jemand guten Tag sagt, finde ich, kann ich auch den Namen benutzen. Es geht nur um Fragen oder um Geschichten. Jemand schreibt gerade, er hat das Bild geil gefunden. Den lese ich dann nicht mit Namen vor. Aber danke, Werner Berghaus, dass du mich darauf hinweist. So, was haben wir noch an Fragen? Jetzt setze ich meine Brille auf, dann kann ich das besser sehen. Entschuldigen Sie. Eine Dame schreibt überhaupt zum Thema Bilder. Wie sieht es mit Humor aus? Wir haben tatsächlich auch mal eine Kampagne gehabt, die war mit witzigen, plakativen Sachen. Mit Humor ist es wie auch mit diesem Bild der Dame. Es liegt dann im Auge des Betrachters. Schwer. Festgestellt habe ich inzwischen, dass diese Werbung mit Humor zwar auffällt, aber vielleicht auch gar nicht so gut ankommt. Da muss man wieder sehr an die Zielgruppe denken. Und dann gibt es auch überhaupt so andere Drehs. Ich habe mal so eine Märchenflyer-Kampagne gesehen, der Kollegin aus München. Ich fand die irgendwie erst gut, aber inzwischen bin ich von diesen Gags eigentlich weg. Sodass man eigentlich vorne den Flyer nach dem Thema gestaltet. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel das Thema Bildgestaltung für einen Flyer zum Thema Scheidung, wo ich jetzt gerade mit dem Kunden und mit mir hier in der Redaktion diskutiert habe, wie setzen wir da jetzt ein Paar drauf vorne, das sich streitet. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir lieber ein Paar zeigen, das glücklich ist, weil es ansprechender ist, vielleicht mit einem gezeichneten Riss. So. Was haben wir noch? Okay, ich werde gerade gefragt, wo gibt es eine Aufzeichnung? Die ist zu spät gekommen, einer Dame. Sie können dieses Webinar dann beim Immobilienprofi sich runterladen. Sie finden auch
zum Thema Flyer-Marketing einen Blogartikel auf der Website von dasweißebüro.de. So, eine andere Dame fragt, wie wichtig ist das Foto des Maklers? Das kommt immer darauf an. Ich bin schon der Meinung, dass Sie das Foto integrieren. Allerdings, man muss halt schauen. Sie haben es bei dem einen Herrn gesehen, haben es recht groß gemacht. Es muss dann einfach auch ein gutes Bild sein. Manchmal sind es ja auch Teams, die sich vorstellen. Das machen wir dann auch auf der Rückseite. Eben dafür ist auch wieder das Thema, Sie brauchen Platz. So, wen haben wir noch? Ein Herr fragt, wie hoch ist die Resonanz bei Flyern? Es gibt dafür keine Zahlen. Ich weiß, es wird immer gesagt, eine Interaktion von 1%, sonst wie. Letztendlich sage ich, wenn sich Ihr Flyer mit einem Auftrag, der sich daraus generiert, rechnet, dann hat sich das bezahlt gemacht. Wichtig ist aber eben, dass Sie es regelmäßig machen. Deshalb Jahresbudgets. So, haben wir noch Fragen? Schreiben Sie sie jetzt. Sie können mir aber sonst auch mailen. Ich zeige Ihnen nochmal die 6 goldenen Regeln. Schauen Sie in Ihren Briefkasten, was macht Ihr Mitbewerber? Analysieren Sie Ihre Zielgruppe. Planen Sie eine Kampagne mit verschiedenen monothematischen Kernthemen. Machen Sie sich Gedanken über die Bildsprache. Legen Sie einen einheitlichen Look fest, ein sogenanntes Masterdesign, das dann durchgezogen wird. Und planen Sie die Auflage und Verteilung für ein Jahr. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, schreiben Sie mir. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank. Und sonst melden Sie sich bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal im Januar.